Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee Talk. Und es ist tatsächlich, ich trinke tatsächlich hier gerade meine Tasse Kaffee und es ist 7 Uhr morgens, es ist Sonntag und mich lässt ein Thema in letzter Zeit nicht mehr los, beziehungsweise es kommt immer wieder, weil auch Menschen danach fragen und es ist das Thema Seelenaufgabe. Also was möchte eigentlich meine Seele in diesem Leben? Ja, was von mir, was habe ich mir vorgenommen? Nun ist dies in der Tat ein großes Thema. Und schließlich muss das jeder für sich selbst auch herausfinden, egal wie viele Bücher du liest oder wie viel Unterstützung, Hilfe du dir da holst. Letztendlich musst du im innersten Kern für dich herausfinden, was deine Seelenaufgabe ist. Aber ich will versuchen, dir ein paar Inspirationen dazu zu geben. Häufig wird Seelenaufgabe vermischt mit dem, was man beruflich tut oder was deine Berufung ist. Und deswegen möchte ich das versuchen, etwas klarer darzustellen halt. Ein Beruf oder eine Berufung ist das, was du tust, um ja letztendlich auch deinen Lebensunterhalt zu verdienen, um so Dinge wie Miete, Wohnung, Essen, Kleidung und so weiter dir erlauben zu können. Und idealerweise ist das, was du beruflich machst, erfüllt das voll und ganz auch deiner Seelenaufgabe. Aber es können auch zwei getrennte Dinge sein. Weil häufig, wenn die Menschen zu uns kommen und sagen, ja, ich findet mal als Medium heraus, was ihr von der geistigen Welt bekommt, was meine Seelenaufgabe ist, dann gibt es manchmal die Erwartung, dass dann die geistige Welt sagt, also deine Seelenaufgabe ist, was fällt mir jetzt mal gerade ein? Deine Seelenaufgabe ist, Steuerberaterin zu sein in einer eigenen Kanzlei und irgendwo in einer schönen Stadt. So, vielleicht noch den Namen der Stadt. Aber dieser Beruf einer Steuerberaterin ist das, was du tust. Und du kannst auch als Steuerberaterin deiner Seelenaufgabe erfüllen. Ich muss selber gerade schmunzeln, weil ich weiß überhaupt nicht, warum ich gerade auf dieses Beispiel komme. Muss wissen, dass ich hier kein Skript habe, was ich tagelang mit mir rumtrage und das dann jetzt hier ablese, sondern die Gedanken kommen so aus mir heraus. Die kommen natürlich nicht alleine von mir, da kriege ich schon Unterstützung von meinem geistigen Team. Aber das Bild der Steuerberaterin passt vielleicht sehr gut. Deine Seelenaufgabe als Steuerberaterin könnte ja zum Beispiel sein, dass du anderen Menschen hilfst, dass sie ihre Projekte verwirklichen können, dass sie ihre, wie heißt das so schön, Herzensprojekte verwirklichen können. Und dass du vielleicht besonders dich um Klienten bemühst oder sogar Klienten anziehst, halt, die sich da bei dir besonders aufgehoben fühlen. Ne? So, dass es halt Menschen zu dir kommen, halt, die sich mit diesem finanziellen und steuerlichen Sachen überhaupt nicht auskennen, aber vielleicht eine Praxis haben oder ein kleines Geschäft haben und halt und ihr Herzensprojekt haben. Und du bist dann als Steuerberaterin diejenige, die diese Menschen dabei unterstützen kann. Und wenn dir das wirklich Freude macht, so, also wenn du siehst halt, wie sich diese Projekte deiner Klientin
oder Klienten entwickeln kann und dass deine Seele sozusagen mit Freude erfüllt, dann hast du nicht nur eine Berufung, sondern du hast in deinem Beruf, der deine Berufung ist, idealerweise gleichzeitig auch deine Seelenaufgabe erfüllt. Ich erwähne das mal ganz, ganz bewusst, weil solche spirituellen Podcasts immer dazu neigen, von Heilern und Therapeuten und Beratern und Coaches zu sprechen. Und ich sage mal, wir können nicht alle Heiler werden, also vielleicht können wir das irgendwann, aber zurzeit noch nicht. Wir brauchen, so wie unsere Gesellschaft im Moment so aufgebaut ist, eigentlich jeden, ne? So, ich denke immer, wenn ich dann einen Supermarkt gehe und es gibt da keine Menschen mehr, die sich um die Waren kümmern, die an der Kasse einfreundlich bedienen und so weiter, weil die alle dann aus ihren Job gekündigt haben und niemand das mehr machen will, das wäre, dann würde ich zumindest im Supermarkt nicht mehr einkaufen können. Also das wäre so die Alternative. Vielleicht gibt es dann eine andere Gesellschaftsform in der Zeit halt. Aber ich glaube halt, du kannst in egal, wenn du es hörst, halt in jedem Job, den du machst, kannst du auch deine Seelenaufgabe erfüllen. Michael Newton hat in einem seiner Bücher mal geschrieben, dass er hat dann immer so verschiedene, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, also verschiedene Klienten gehabt und sagt, die spirituellste Klientin, die er gehabt hat, war eine Serviererin in einem, wir würden sagen, eine Autobahnraststätte, eine Autobahnraststätte, die halt den Truckern, den LKW-Fahrern halt Frühstück gebracht hat, den Kaffee ausgeschenkt hat, für jeden immer ein Lächeln hatte, aufmunternde Worte und so eine gute Seele war sozusagen, die sich dann quasi therapeutisch um diese Menschen gekümmert hat. So, die hatte als höchste, das war die, sagt, das war die stärkste spirituelle Seele halt, die er in seinem Praxisraum hat. Und ich finde es ein ganz gutes Beispiel halt, dass du eigentlich in jedem Job halt auch deine Seelenaufgabe erfüllen kannst. Und Job meine ich nicht nur halt etwas, was wo du angestellt bist oder selbstständig bist, genauso ist genauso gleichwertig oder vielleicht noch gar viel wertvoller, wenn dein Job ist, sich um Kinder, Familie zu kümmern und du deinen Herzensjob da und deine Herzensberufung gefunden hast. So, auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du etwas tust, beruflich tust, was dich nicht glücklich macht. Also glücklich heißt ja nicht, dass es 24 Stunden am Tag der Fall ist. Es gibt auch da mal so die 80-20-Regeln. Also es soll zumindest 80% soll dich glücklich machen. Die 20% hast du überall, die halt auch immer dazu gehören. Das ist eine Lebensregel. Also es sollte dich zu 80% zufrieden und glücklich machen. Also wenn du das Gefühl hast, das, was du gerade tust, das, was du gerade machst, ist nicht das, was dich glücklich und zufrieden machst. Und auch das Gefühl, dass wenn ich jetzt das bei einer anderen Firma mache oder in einer anderen Stadt tue oder so, und es ist aber nicht diese Aufgabe ist, dann ist ganz klar auch ein Signal, deine Seele ist nicht glücklich oder dein Herz ist nicht glücklich. Also folgst nicht deiner Seelenaufgabe, weil du kannst in dem, was du tust, gar nicht dieser Seelenaufgabe folgen. Also die Rahmenbedingungen tun nicht, ne? So, stimmen nicht. So, dein Verstand wird dir natürlich sagen, ja, stopp, wir haben da aber einen Arbeitsvertrag und wir müssen unsere Miete jeden Monat zahlen und das ist uns ganz sicher und wer weiß, was kommt, ne? So, also die ganzen Zweifel purzeln quasi raus, sobald dein Herz
diesen Wunsch äußert, vielleicht kennst du das, ne? Vielleicht sobald dein Herz diesen Wunsch äußert oder deine Seele dich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, stopp, also das wollen wir also nicht so, dann kommt sofort ein anderer Teil, bei den meisten ist das so, ein anderer Teil, der genug Einwände und Zweifel hat und das natürlich auch immer gut meint, ne? Also unser Verstand oder der andere Teil des Bewusstseins, unser Verstand, unser Bewusstsein, unser innerer Kritiker meint es ja gut mit uns, möchte uns schützen natürlich halt, ne? So. Und was wir immer wieder erfahren, erleben, ist halt, wenn die Menschen dann so dem folgen, so was ihr Verstand ihnen sagt, das geht eine Weile gut und dann kommen so die ersten Krankheitssymptome und die ersten Erschöpfungssymptome und die ersten depressiven Zustände und dann kommen die ersten Medikamente, um das irgendwie alles so aufrecht zu erhalten und das System bricht mehr und mehr zusammen halt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Mission dieses Podcasts halt, dich zu ermutigen, halt mal wirklich innerlich zu schauen, was ist eigentlich deine Seelenaufgabe? Wir hatten letztens als Botschaft von der geistigen Welt für eine Klientin, kam heraus, dass ihre Seelenaufgabe ist, kreativ zu sein, ihre Kreativität in diesem Leben voll zu entfalten. Kreativität hat ja was mit Schöpfen, mit Erschaffen zu tun, mit Dinge, ja, entwickeln, erfinden, machen, etwas Neuartiges, ne, so zu tun halt. Und die Frage war dann halt, ja, aber was genau soll ich dann tun, ne, so. Und wenn Kreativität deine Seelenaufgabe ist und diese Botschaft auch über eine Meditation, über eine Sitzung oder wie auch immer oder über tiefes Nachdenken oder in die Natur hinausgehen und die Gedanken mal frei laufen lassen und sagst, ja, eigentlich bin ich richtig glücklich, wenn ich kreativ sein kann, dann wird die geistige Welt dir nicht sagen, wie du das genau zu tun hast, also was genau der Job ist. Und das ist dann die zweite Ebene, die du herausfinden musst, dass in welcher Form kann ich diesen Seelenwunsch, kreativ zu sein, am besten erfüllen. Ich kenne einen Mann, der, ich hoffe, ich bezeichne das richtig, der abstrakte Malerei, also abstrakte Kunstwerke erschaffen kann. Und Facebook lässt sozusagen, gibt einem die Möglichkeit, dass ich das weiter beobachten und verfolgen kann, der so vor Kreativität sprüht, der, wenn er das gerade hört, dann wird er sich wiederentdecken, der halt seine Kreativität nicht nur in der Malerei, in der Kunst ausdrückt, sondern auch in Büchern ausdrückt, wo man das Gefühl hat, der lebt, wenn er kreativ sein kann, der Workshops in vielfältiger Art inzwischen gibt, um auch andere Menschen zu inspirieren, halt ihre Kreativität zu entdecken. Und ich habe immer das Gefühl, er ist glücklich, wenn er kreativ sein kann und wenn er andere Menschen dabei inspirieren kann, auch ihre Kreativität zu entfalten. Und Malerei ist quasi eine Ausdrucksform. Ich möchte das Beispiel noch ein bisschen weiterspinnen. Angenommen, du bist Mutter und hast ein Kind, wo du entdeckst, dass es liebt, einfach kreativ zu sein. So was Neues zu erschaffen, sich künstlerisch auszudrücken. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil
Weil die vorherrschende Meinung ist ja dann bei den meisten ja so, also Kind, mach erstmal was Ordentliches, erlern erstmal einen ordentlichen Beruf, wo du Geld verdienen kannst und dann kannst du immer noch kreativ sein. Und du würdest dann deinem Kind raten, Steuerberaterin zu werden oder Steuerberater zu werden. Dann und dein Kind glaubt dir irgendwann oder gibt nach und sagt, ja gut, wenn mein Vater und meine Mutter sagen, ich sollte was ordentlich machen, dann werde ich halt Steuerberater. Und das Kind, dieser Mensch wird dann todunglücklich, wird todunglücklich. Vielleicht wird er so viel verdienen halt, dass zum Leben ausreicht. Vielleicht wird er sogar aus irgendeinem Grund auch sogar erfolgreich als Steuerberater. Aber im Grunde seines Herzens folgt er nicht seiner Seelenaufgabe. Und früher oder später in seinem Leben wird ihm oder ihr das auch bewusst werden. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wie finde ich denn meine Seelenaufgabe heraus? Und wie so häufig ist es etwas, was du für dich herausfinden kannst, wenn du in die Stille gehst, wenn du in einen meditativen Zustand gehst. Ich weiß mit keinem anderen Weg, wie du es für dich selbst machen kannst. Also die Stille gehört irgendwie dazu, weil die Stille sorgt dafür, dass dein Verstand zur Ruhe kommt. Und das kannst du erreichen, wenn du vielleicht allein im Wald bist, in der Natur, auf dich an einem Strand hinsetzt, aufs Meer hinausschaust und die Gedanken schweifen lässt oder indem du meditative Musik dir anhörst oder auch eine spezielle Meditation dazu. Vielleicht schreibe ich demnächst mal eine spezielle Meditation zur Seelenaufgabe. Also das ist etwas, wo du da das herausfinden kannst. Und wenn du in dieser Stille bist, dann bitte doch einfach die geistige Welt und dein geistiges Team halt, dir jetzt die Bilder aufkommen zu lassen, die Bilder aufkommen zu lassen, die deine Seelenaufgabe repräsentieren, darstellen. Und dann bitte ich dich aber auch an dieser Stelle, alle Bilder zuzulassen und nicht wieder alles wieder in Frage zu stellen, sondern sonst hören die Bilder wieder auf, alle Bilder zu kommen. Es können Alltagsbilder sein, die da kommen. Das können Bilder sein, Szenen sein, wo du dich im Alltag siehst oder ein Bild aus einer alten Zeit in diesem Leben, bleiben wir mal an der Stelle mal, aus einer alten Zeit, was du als Jugendlicher mal gemacht hast. So bestimmte Szenen, woran du spüren kannst. Zu dem Bild sollte es auch ein Gefühl geben, woran du spüren kannst, dass es dich da glücklich macht. Und das kann erster Hinweis daran dafür sein. Oder ist es auch ein erster Hinweis zu sagen, was deine Seelenaufgabe ist? Und meistens ist es ja nicht eine Aufgabe, meistens sind es ja sogenannte mehrere Aufgaben. Also eine Aufgabe natürlich, es kann auch sein, das berühmte Thema Selbstliebe, also in die Selbstliebe zu kommen, sich selbst anzunehmen, so wie du bist, mit all deinen Stärken, all deinen Schwächen, all deinen Fehlern auch und all dem, was dich ausmacht und erstmal zu erkennen, dass das, was du bist, etwas sehr Wertvolles bist. So, das sage ich dir jetzt, aber es ist wichtig für dich, dass du das selber erkennst. Eine andere Seelenaufgabe kann sein, andere Menschen ihre Entwicklung zu fördern, zu begleiten. Das kann in einem direkten Umfeld sein, bei deinen Kindern oder bei Menschen aus deiner Nähe oder in einem weiteren Umfeld, wenn du das dann stärker ausweiten möchtest. Dann ist in diesem Fall die Seelenaufgabe, innerlich zu wachsen. Also selber zu wachsen, ein volles Potenzial, wie das so schön heißt, deine Talente, die du mitgebracht hast, in dieses Leben voll auszuschöpfen und anderen dabei zu helfen, das auch für sich zu entdecken. Auch wenn du Heiler bist oder vorhast, Heiler zu werden, halt, kann das den gleichen Sinn haben, dass du die Menschen heilen möchtest, heilen
deutet immer zu sagen, ihnen helfen, unterstützen möchtest, so in ihre Selbstheilung zu kommen, halt, damit all diese Blockaden, Hemmnisse wegfallen, damit diese Menschen, die du dann heilst und ihren Heilprozess unterstützt, damit die wiederum sozusagen in ihre Entwicklung kommen oder dass diese Entwicklung in ihrem Leben dann weitergehen kann, dass sie wieder ihre Talente leben können. Also nimm dir die Zeit, in die Stille zu gehen, in einen meditativen Zustand zu gehen, ob das am frühen Morgen ist oder spät in der Nacht ist, dann, wenn du für dich Ruhe hast, so, um das für dich herauszufinden. Und dieses Herausfinden ist ein Prozess. Es ist nicht so, dass du, was wir so also meinen, halt, das mal 10 Minuten machst oder auch eine halbe Stunde und dann hast du es für dich gefunden, sondern das ist ein Prozess, den man immer wieder macht, um da vielleicht immer etwas näher dran zu kommen oder noch andere Aspekte und Varianten zu entdecken. Und dabei auch mehr und mehr zu spüren halt, was ist eigentlich das, was du möchtest. Schau mal nur auf dich, was ist das, was du möchtest, was deine Seele, dein Herz glücklich macht. Wenn du das dann gefunden hast, dann kommt der eigentlich schwierige Teil halt. Je nachdem, was es ist, wird dein Kritiker, dein innerer Kritiker, wahrscheinlich rebellieren. Und wenn du dann noch anderen Menschen von erzählst, es kommt darauf an, wer es dann ist, aber anderen Menschen von erzählst, dann hast du zu deinem inneren Kritiker, zu deinem eigenen nicht nur den, sondern auch die Kritiker anderer Menschen. Und viele Menschen bleiben an dieser Stelle stehen. Da sind die Zweifel, die Hemmnisse so groß, dass sie ihrer Aufgabe oder das, was sie gerne machen möchten, nicht folgen oder wenn sie folgen, das in ganz, ganz kleinen Rahmen tun und sich dabei auch mit sehr wenig begnügen. Denn wie alles im Leben braucht es auch hier eine Form von einer Energie. Also es braucht wirklich deine volle Energie, deine volle Aufmerksamkeit, deine volle Realisation, deine volle Schöpferkraft, um das zu verwirklichen. Und natürlich hast du dein geistiges Team an deiner Seite. Aber dein geistiges Team kann nur effektiv sein, kann dir nur helfen, wenn du selbst sagen volle Kraft, Energie draufsetzt. Wenn du deine Seelenaufgabe kennst und du weißt, was du für dich in deinem Leben dir erfüllen möchtest, aber gleichzeitig das nur als Traum behältst und 100% oder 80% deiner Energie in etwas anderes hineingibst, was vernünftiger erscheint. Ich habe vor einigen Tagen oder gestern war das, glaube ich, ein Post verfasst. Frage dich nicht, was vernünftig ist, frage dich, was dich glücklich macht. Aber häufig folgen wir dem, was vernünftig ist. So, weil wir das vielleicht auch jahrelang so gelernt haben, weil andere uns das so eingetrichtert haben und weil andere uns das auch immer gerne bestätigen halt. Und sie behalten natürlich recht. Aber dieses Recht behalten der anderen liegt daran, weil wir selbst nur 20% der Energie in unser Herzenswunsch, in unserer Seelenaufgabe, in das unser Herzensprojekt hineingeben und 80% in das, was vernünftig ist. Und ich glaube, das Ergebnis liegt auf der Hand. Was wird daraus kommen? Also diese 20% werden sich nie entwickeln können. Wenn du deiner Seelenaufgabe wirklich folgen willst, dann gilt es darum, zu 100% Ja zu sagen. Und dir auf diesem Weg auch immer wieder Bestätigung zu holen. Also eine Bestätigung ist vielleicht dieses kleine Podcast hier zu hören. So oder andere Dinge, dich mit anderen Dingen zu umgeben, halt, sei es an Büchern, an Videos, an Podcasts, so, die dich bestätigen,
die dir Kraft und Energie geben, auf diesem Weg auch zu bleiben. Jetzt werde ich doch ein bisschen missionarisch. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich. Vielleicht bin ich deswegen so missionarisch, weil ich das selber in meinem Leben erfahren habe, in allen Varianten. Also in der Variante, dass ich einem Konzern in einer Managerposition gearbeitet habe, Gutes und auch viel Geld verdient habe, aber mich das nicht glücklich gemacht hat, mich das immer unzufriedener gemacht hat. Und ich einfach wusste halt, dass das wird mich auf Dauer in diesem Leben nicht glücklich machen. Und ich das dann auch losgelassen hat und ganz neu angefangen bin. Und auch auf einem weiteren Weg immer wieder an Stationen gekommen bin, wo ich festgestellt habe, da bin ich schon auf dem Weg, aber es ist noch nicht das. Es ist nicht das in der Richtung, was meiner Seelenaufgabe entspricht. Und das war ein Prozess von Höhen und Tiefen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, und vielleicht kennst du das auch, das Gefühl gehabt, wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Wir werden immer wieder sanft hingestoßen. Ich habe da ein schönes Beispiel, was ich so aus Erinnerung habe, jetzt aus der Praxis halt, wo eine Klientin sagte halt, ja, ich brauche ja halt mein bestimmtes Einkommen, um all diese Dinge bezahlen zu können, aber ich bewerbe mich da und da und da und nichts funktioniert. Innerlich weiß sie ganz genau, dass das auch nicht ihre Seelenaufgabe ist. Und ist natürlich die Frage halt, warum funktioniert das nicht? Aber vielleicht soll das gar nicht funktionieren. Vielleicht sollen die Dinge, die du bemühst, dich halt zu bekommen, also irgendwelche Jobs, die aber eigentlich nicht das erfüllen, was du wirklich gern möchtest und du bekommst sie nicht, vielleicht ist das doch eine Hilfe, eine Botschaft, ein ganz starkes Signal von deinem geistigen Team, dass du das auch nicht machen sollst. Bekommen gerade ein Bild dazu, dass sie wirklich mit verschränkten Armen in der Ecke stehen, ich sehe gerade mehrere, und sagen, da machen wir nicht mit, da unterstützen wir gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie es torpedieren, brauchen sie gar nicht, aber sie unterstützen es nicht, also ist da nicht die Energie drin. Und sie werden sofort wieder bei dir, wenn du etwas in die Richtung tust, Richtung reicht schon aus, in die Richtung tust, das, was du wirklich möchtest, dann wirst du spüren halt, wie du von dieser Seite Energie bekommst. Du kennst das vielleicht beim Auto, Beispiel kommt gerade halt, ne? So, das, wo das Auto am meisten Energie, in dem Fall von Benzin, braucht halt, ist am Start. Da brauchst du Energie, um diesen Motor erstmal zu starten. So, das wird am meisten Energie gebraucht. So, aber das fährt ja nicht von alleine und das bei dir entwickelt sich das nicht von alleine. Das heißt, du brauchst immer wieder auch eine konstante Energie, um weiterfahren zu können. In deinem Auto eine konstante Energie, um weiterfahren zu können. Genauso brauchst du auf deinem Weg, deinen Lebensweg, deine Seelenaufgabe fortzukommen, immer auch eine konstante Energie. Und wenn du dann aus Selbstzweifel irgendwann stehen bleibst auf deinem Weg und nicht mehr weitergehst, dann ist die Energie auf Null und dann brauchst du für einen Neustart erstmal auch wieder, wie beim Zünden des Motors deines Autos, eine höhere Energie, um wieder anzufangen. Von da ist es schlauer halt in dieser konstanten Energie drin zu bleiben und auch nicht nachzulassen. Und dann dich auch wieder, immer wieder in einen meditativen Zustand. Ob das eine Meditation ist oder ob du in der Natur bist oder, aber mach es für dich alleine. In einem ruhigen Moment bist und sagst, liebe Seele, was möchtest du? Was ist das, was dich glücklich macht? Denn wenn es dich glücklich macht, liebe Seele, dann weiß ich, dass ich auch glücklich bin. Vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, das wäre gar nicht zum Aushalten, oder? Aber vielleicht 20 Stunden am Tag. Und das wäre doch schon
Eine ganze Menge. Ja, und damit wünsche ich dir einen schönen Tag, je nachdem, wann du es hörst, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.